Hallo Leute, recht herzlich willkommen. Und ja, hier ist es jetzt so, dass hier der Zaun da ist. Der Dralo hatte mir das geschrieben. Der ist vielleicht, dass da die Alpakas nicht rein können, aber alle anderen können da irgendwie rüber auch fein, ne? Also bringt mir das nichts. Dann hat der Dralo auch noch geschrieben, die Steine, die ich hier wegräumen will, die muss ich natürlich auch noch anweisen, wo die hin sollen. Das heißt, dafür muss ich auch noch einen Platz machen, ist klar. Und dann die Kochmaschine hat der Drülas LP oder so ähnlich, 2903 war das, glaube ich, geschrieben, dass ich da natürlich hier in den Aufgaben das machen muss. Hier schaut's Logo und dann fangen wir damit an, ne? So, hier sind die Aufgaben und da Aufgabe hinzufügen und dann natürlich einfache Mahlzeit kochen machen wir mal, ne? Wiederhole x mal. Wiederhole, bis du x hast. Und x sind 10, ne, oder? Ja, 10, das reicht erstmal, denke ich. Wir haben drei Leute, sollten mal hinkommen. Gut, dann ist das Kochen auch erledigt erstmal schon mal. Der Zaun, machen wir jetzt nichts dran. Da die Tiere dann draußen bleiben, macht das ja doch noch ein bisschen Sinn. Und sonst, dritter Schritt war, wir müssen eine Fläche machen. Eine Zone machen, wo wir dann die Steine auch hinabbringen, ne? Eine Lagerzone, die wir vielleicht wohin machen? Vielleicht hierhin machen. Da sind schon einige Steine. Das heißt, wir machen hier noch eine Lagerzone hin. Und die Zone machen wir dann. Die Haken hier weg. Nahrung weg. So, kann auch weg hergestellt. Rohstoffe, sind die da drin? Steinblöcke sollen das nur sein. Mach mal so und die Stein. Ach, knapp daneben ist auch vorbei. Steinblöcke rein. So, das sind noch wieder unter. Ne, warte mal, da kommen noch mal welche. Okay. Sandstein. Ja, das ist okay so. Das können wir so lassen. Und hier unten dann Objekte, Waffen, Kleidung, Bauwerke. So, da kommen nur Steine rein. Ja, hätte ich erst alles verbieten machen können, dann wäre es einfacher gewesen. Ne? Egal. Passt. Jetzt können die, wenn die ausgeschlafen sind, dann die Steine auch wegräumen. Müssen aber gucken, hier die Fallen sind ja schon mal ganz gut. Die Steine müssen wir aber noch loswerden in dem Sinne. Oder verarbeiten wäre die Alternative, ne? So, Essen haben wir gesichert. Schlafstätte ist gesichert. Verteidigung ist so mau, ne? Verteidigung würde auch bedeuten, dass wir da ja noch was bauen müssten. Strukturen, eine Mauer zum Beispiel. Zaun, Tor, Säule. Wand. Wand aus Holz. Ist das dann besser? Eine Holzwand? Ich weiß nicht. Sicherheit. Machen wir erstmal hier Sandsackbarrieren, oder? Jawohl, die hatten wir hier auch schon, ne? Das waren noch hier Sandsackbarrieren, glaube ich. Barrikade. Die Fallen haben wir, ja. Zone ist okay. Entspannung, Temperatur, ne, Möbel. Ja, Möbel, wir müssen auch noch essen. Ach so, wir haben ja hier noch Räumlichkeiten, die wir noch weiter. Ach so, das muss ja auch erst noch ausgebaut werden, ne? Klar, das sollen sie mal machen. Ja, Strukturen ist es dann, ne? Brücke, Brücke entfernen. Wir könnten Graben eher bauen, anstatt, ne? Ja. Ich glaube, das lassen wir erstmal gut sein. Das machen wir erstmal nicht. So wild wird es ja auch nicht sein mit Angriffen, oder? So, Boden haben wir oben schon im Zimmer, haben wir schon welche reingemacht, ne? Ich bin schon ganz reingescrollt, da ist schon was. Hier müsste aber noch was, müssten wir auch noch was machen. Boden streichen, Holzboden. Finde ich ja am geilsten, ne? Aber der Rest geht wahrscheinlich noch nicht. Warte mal, lass mal hier schneller laufen, dass die mal aufstehen da. So, jetzt geht's wieder los. Pfeil hat sich erstmal. Ach, Essen. Ja, haben wir ja hier mit der Dingens, ne? Wird ja gleich kommen, denke ich mal. So, was macht er? Er macht, baut da weiter. Und hier ist die nächste Person, die jetzt. Okay, was rausgeholt hat und da eingelegt hat. Und was wurde jetzt geholt? Ach so, Ah, hier wird das erste Essen gemacht. Das ist ja schon mal schön, oder? Ist hier auch Essen? Das sind Beeren. Beeren werden jetzt gekocht. Jetzt ist die Frage, ja, wir müssen dann gucken, dass wir auch Regale und sowas kriegen, wo das Essen hier, da ist jetzt eine
Mahlzeit. Was ist denn geworden? Einfache Mahlzeit. Okay. Ungekühlt verdirbt in 4 Tagen. Zutaten Beeren. Zerfällt nicht 4 Tage. Ja, ich glaube 3, 6, 9, 12. Das viele konnten. Feli konnte Stachelfalle aus Holz nicht bauen. Es wurde einige Ressourcen verschwendet. Okay, das heißt, wahrscheinlich fehlt es hier an Holz, ne? Warte mal, das hatten wir ja schon alles eingestellt, ne? Ja. Wie sieht es denn weiter mit Produktion noch aus? Trichter, Steinmetz, Tisch, das wäre vielleicht noch ganz interessant, ne? Aber erstmal müssen wir das bauen, was wir hier schon haben. Das ist ja jetzt noch nicht so wirklich was, ne? So, Befehle, Holz hacken. Ich weiß nicht, ob jetzt Holz fehlt. Keine Ahnung. Haben wir im. Hier haben wir auch noch Bäume, ne? Machen wir mal so. Pflanzen entfernen. Sollten wir Pflanzen entfernen? Kohle ist untätig. Draußen 19 Grad, klar, 8 Stunden, ne? Wo war denn diese eine Person eigentlich, die da vorbeigekommen ist? Sehe ich die hier irgendwo? Nee, ne? Ja, lassen wir erstmal so. Ja, das mit dem Zähmen, das ist auch so eine Geschichte. Das wird wahrscheinlich auch interessant werden, ne? Aber erstmal wird hier ordentlich gearbeitet. Wie viel sind das denn, wie viele Mahlzeiten? 49 von 50. Okay, das ist schon mal. Was? So viele Mahlzeiten sind das dann? Warte mal, dann gehen wir hier an die Kochmaschine und schauen nochmal die Aufgaben an, weil das ist ja dann viel zu viel. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ne, ob das so ist, aber wenn wir so viel hier haben, dann brauchen wir das nicht machen. Was haben wir denn jetzt hier? Barrikade aus Holz. Ja, ist vielleicht nicht schlecht, ne? Vielleicht sollen wir die Barrikade da auch noch machen. Sicherheit. Ich würde es mal so machen wollen, erstmal. Und dann nehmen wir die Wand da mit und machen das da auch noch hin. So ein bisschen einkerkern, oder? Geschenk von die Ureinwohner der Fraktion. Wer Kamal Clan haben ein Geschenk eingeladen. Dagelassen. 74 Silber. Zum Ort springen geht nicht. Neutraler Ruf. Okay, passt. Ist das hier mit hingekommen? Ne, das sind ja doch sind Silber tatsächlich. Ich weiß aber nicht, wo die das hingelegt haben. Keine Ahnung. Weil zum Ort springen ging ja gerade nicht. Naja, wird schon werden. Hier die Steine müssen sie noch wegbringen, ne? So, da wird Holz ins Lager gebracht. Okay, hier wird die Barriere gebaut. Das ist auch gut. Aber wir können auch hier noch weiter aushöhlen, meines Erachtens. Das ist ja noch alles machbar, ne? Okay, wir haben jetzt die Barriere da unten gemacht. Das ist ja auch nicht verkehrt. Da haben wir mehr besseren Schutz. Vielleicht sollte man dann noch in diese Zwischenräume, ja, ich weiß nicht, na komm, wir machen noch ein bisschen enger das Ganze. Nochmal Sicherheit. Barriere. So. Und warte mal, da haben wir 1, 2, 3 Felder frei. 1, 2, 3 Felder frei. Das heißt, wir machen es auch noch so. So ist das schon mal besser. Und dann die Sandsäcke. Will ich jetzt hier zwei hinmachen. Und da zwei hin machen. Dann können die sich dahinter verschanzen, oder? Ich weiß aber nicht, ob sie auch vielleicht hier sich hinter verschanzen können. Könnte auch sein. Sollten wir noch mehr Fallen bauen? Machen wir noch. So sieht es auch gut aus, oder? Passt zwar nicht ganz vielleicht, aber ist auch nicht so schlimm. Gut. So, wie geht's weiter? Gute Frage, ne?
So, Befehle. Objekte wegtragen. Vielleicht machen wir das nochmal besser, oder? Ne, ist schon passend. Den machen wir auch wegtragen. Mal gucken, vielleicht sind die Befehle aufzuheben, weil wir die gemacht haben, wo keine Fläche war zum Wegtragen, oder? Oberfläche glätten. Also, das haben wir schon gemacht da. Da vielleicht auch noch. Sieht dann ein bisschen schicker aus, oder? Ist nur die Frage, wer es macht. Bis jetzt noch keiner, ne? Wo ist die dritte Person? Da. Ach, er spielt gerade. Okay. Hufeisenspiel. Macht ein bisschen Relax. So, Peige. Und Forscherin. Die braucht also einen Forschungstisch wahrscheinlich, ne? Strukturen. Nee, da war das nicht Möbel. Können wir den denn überhaupt bauen? Ach, hier ist noch ein Regal. Das hat der Dralo auch geschrieben, dass wir das dann aufbauen können. Kleines Regal, Kommode, Nachttisch. Königliches Bett, wow. Hocker, Stuhl, Sessel, Tierbett. Haben wir schon gemacht, aber will da nicht rein, ne? Aber das war das, was wir gebaut haben. Tisch 1x2, der wäre so groß. Den würde ich hier reinstellen wollen, das bringt also nichts. Sessel, Stuhl. Was machen die jetzt hier? Hier kann man doch noch aushöhlen, oder nicht? Hat da keiner Bock drauf? Ist gerade Freizeit? Kann natürlich auch sein, ne? Was jetzt? Verrücktes Eichhörnchen. Ist das das, der Alarm? Kein blassen Schimmer, wo ein verrücktes Eichhörnchen ist. Ein hiesiges Eichhörnchen ist verrückt geworden. Es wird jeden Sichtweite angreifen. Aha, da kommt's jetzt. Machen wir mal Pause. Ich glaube, das kommt ja direkt auf uns zu, ne? Kampfmodus aktiviert. Schießen erlaubt. Da ist es, ne? Warte, der ist Kampfmodus ist aktiviert. Hier steht auch noch jemand. Auch den Kampfmodus bitte aktivieren. Und der dritte. Wo ist der jetzt? Ach, da oben. Okay. Und auch Kampfmodus aktivieren. Er hat gar keine Waffe genommen. Waffenlicht mit Repetiergewehr. So, jetzt lass mal weiterlaufen. Schauen wir mal, wie kriegen wir das mit dem Eichhörnchen hin? Okay, das Eichhörnchen kann auch durch den Zaun. Aber es ist jetzt auch schon tot. So, jetzt müssen wir Kampfmodus beenden. Kampfmodus beenden. Kampfmodus beenden. Jetzt ist noch die Frage. Tod seit weniger als einem Tag. Fehlende Körperteile 14%. Frisch. Unglücklich verdirbt in 2,5 Tagen. Zerfällt nicht überdacht draußen. Wie kann ich das denn jetzt ne, auf den Grill schmeißen? Ach so, hier oben vielleicht. Schmerzen keine, nee, glaube ich auch nicht, wenn es tot ist. Schwanz ist abgeschlagen und linkes Hinterbein ist abgeschlagen, okay. Sozial gibt es nichts mehr, Logbuch ist erledigt. Eine Prolongierung führt zum Tod von den Eichhörnchen. Für die quetschte Eichhörnchen linkes Hinterbein, okay. Ja, das ist erledigt eigentlich, ne? Das können wir jetzt erlauben, aber was erlauben wir dann? Das Schlachten? Ja, Schlachten, das ist das Wort, ne? Befehle. Schlachten. Das. Ah, funktioniert nur bei Tieren. Okay, dann hat das keinen Sinn. Was
machen wir dann damit? Das vergammelt hier und das ist nicht gut, wenn das hier vergammelt. Ne? Das heißt, das müssen wir woanders hinbringen. Müssen wir eine Zone errichten, die vielleicht, ne? Ach, da waren wir schon richtig. Abfallzone. Haben wir eine Abfallzone? Weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube nicht, oder? Machen wir erstmal eine Abfallzone hier irgendwo hin. So, und die Abfallzone müssen wir dann Lager machen. Ich hoffe, da wird jetzt was hingebracht. Ach, jetzt sag nicht, das wird alles dahin gebracht und das Brocken. Felsbrocken, Stahlschrott. Alles klar. Und die Zone da oben wird nicht genutzt, weil das was anderes ist. Auch geil, oder? Okay, jetzt das Eichhörnchen muss noch weg. Erlauben. Habe ich jetzt vielleicht was falsch gemacht? Nee, die drei Brocken werden auf jeden Fall jetzt weggetragen. Allerdings, ja, wusste ich nicht, dass die Zone falsch war. Haben wir jetzt gerade dazu gelernt. So, jetzt muss einer noch das Eichhörnchen wegbringen, weil er sonst hier gammelig wird. Genauso, da kann das ruhig gammeln, glaube ich. Das ist dann egal. So. Unser Zimmer ist jetzt hier schon mal schicker. Was macht er jetzt hier? Ist gesund. Haben wir da jetzt eigentlich eine Tür eingebaut oder nicht? Weiß ich gar nicht. Ah, ne, Möbel war das nicht. Strukturen war das. Tür. Tür aus Holz. Weiß es nicht. Der steht jetzt mitten im Weg, ne? Aber ich habe kein Holz, sehe ich gerade. Zu wenig auf Lager, weil wir so viel Dingens gebaut haben. Sag schon. Arbeit. Ne, Arbeit war falsch. Befehle war richtig. Holz hacken ist richtig. So, jetzt haben sie wieder was zu tun, aber Feli, der mag nicht, ne? Hier ist frei. Warum ist der Hund da nicht drin? Besitzer wählen, da. Und jetzt? Ach, der ist zu groß, alles klar. Valentina ist zu groß. Warte, dann können wir das Ding auch abreißen. Tierschlafkasten reißen wir ab. Jetzt ist das frei, oder was? Kopie bauen wollen wir auch nicht. Jetzt müssten wir gucken, dass wir in den Möbeln was Größeres finden für den Hund. Wenn es denn sowas gibt. Kennst du denn einen Platz auf dem Boden, auf dem ein beliebiges Tier schlafen soll? Mach das doch da mal hin, oder? Und dieses Kennzeichen, Besitzer wählen. Ah, zuweisen, jetzt geht's. Der schläft einfach auf dem Boden, der braucht kein Bett. Egale Lernhilfe, okay, die müsste ich mir dann auch mal angucken. Aber wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.